Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefront 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie der Todesstern in die Luft geflogen ist und mussten uns dann wieder... Schmier nicht dazwischen, Luke. Und sind dann zum Schluss noch in die Bredouille gekommen, dass wir unseren, also den Sternzerstörer wieder befreien mussten. Und jetzt wurden wir tatsächlich in eine Mission geschmissen, wo wir mit dem guten alten Luke unterwegs sind. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe das echt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sowas alles dabei war. So. Wollen wir mal gucken. Ich gehe schon, R2. Ich gehe schon. Ja, R2 soll zurückbleiben und auf unseren X-Wing auf... Ui. Er hat ein Lichtschwert und springen kann er auch. Schön. Oh, Junge. Ja. Nicht das Lichtschwert. Ach nee, das ist... Ah, das ist die Abwehr. Okay, cool, cool, cool. Sonst würde das Imperium auch etwas. Wow. Wow. Ah. Ganz so übermordsmäßig überbaut ist auch nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, ich glaube. Was haben wir denn hier? Oh. Auch schön. Kommt die Verstärkung. Ja, kommt die Verstärkung. Ja, aber nicht für mich, ja? Ja, genau. Oh, schön. Schön, wie das funktioniert. Wow, au, kapau. Jetzt überbleibt man nicht, Junge, hier. Ja, auch Jedi sind nicht... unkaputtbar. Guck mal, du lebst noch. Lebt er einfach noch. Der traut sich ja was. Eliminieren. Alles klar, ich eliminiere. Wow, hallo, tach auf, Alter. So wollte ich das nicht. Nicht? Warum nicht? Was hat dir denn jetzt wieder nicht gepasst? Was zum... Jetzt hat sich das Fenster geschlossen. Okay, gut, alles gut. Ich bin wieder da. Da unten ist etwas. Etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Ups. Er hat ein Lichtschwert und vielleicht was auch damit umzugehen. Vorsicht, also. Ah, Supersprung habe ich auch noch. Ja, oh, lol. Na. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein, das wird nicht bringen. Aber das hier. Warten Sie!
Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie... Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Na gut. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Ja. Es Glück. Ist immer mehr als Glück. Ja, ja. Die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ich habe wohl keine Wahl, oder? Doch, schon irgendwie, aber... Warum greifen die Dinger uns an? Weil sie es können. Wir sind hier die Eindringlinge. Bernstein. Er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Moment, das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist, es steckt in dem Bernstein. Ja, habe ich schon gelesen. Erledigt. Oh, wo ich gerade Luxo sehe. Besser. Verteidigungssystem aktiviert. Ich fand ihn hier sehr gut in The Mandalorian animiert. Hat er bestimmt schon gesehen. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich glaube, innerhalb eines Tages oder in zwei Tagen beide Staffeln weggesuchtet. Und ja, Grogu ist voll süß. Noch mehr von denen. So süß, dass ich meinen Kindelein ein Geschenk habe. Ach, wenn ich lang... Okay. Wird mal fertig, Junge. Ich versuche, also nicht wundern, wenn die quatschen, versuche ich halt nicht dazwischen zu quatschen, weil man möchte ja von der Story was mitbekommen, denke ich mal. Hilf dir selbst, so hilf dir hier Dingenskirchen. Ach Gott. Oder die Macht in dem Fall. Was ist die Macht? No. Komm, ihr müsst solche Szenen nicht immer so übertrieben lang machen. Aber gut. Aber nur noch eins. Sieh keine weiteren Terminals. Ich auch nicht. Die Terminals müssen in Bernstein stecken. Zerstören Sie die Säulen und finden Sie sie. Da. Hierher. Das sah so schon, sah schon so verdächtig aus. Wir haben 4 Minuten. Dann explodiert das System. Also, was jetzt? Kaum zu glauben, aber ich bin froh, dass sie da sind. Na, siehst du, Sachen gibt's. Wir haben wohl beide Glück. Ja, ich wäre auch froh, wenn der junge Luke da ist. Ach, ihr wisst schon. Na? Raus. Also einer steckt da noch wunderbar in der Wand. Also ich finde es echt schön, dass sie sowas eingebaut haben.
Ja, dann kümmere dich halt mal drum. Nur so eine Idee. Quatsch nicht, arbeite. Okay, hauen die jetzt ab. Na, dann wollen wir mal. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Gerade hatte ich total den Erpelpacker. Die Musik und dann... Ach, ich liebe es. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Ach.
Bringen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Command? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Aufladen. Zivilisten sind... Eine neue Freigabe. Entweder. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Ja, da hat er recht, aber... Nun ja, das Imperium arbeitet gerne mit blindem Gehorsam. Oh, AT-AT. Doch, als Soldat bist du eigentlich dafür verantwortlich. Was wir machen, wir laufen ganz entspannt weiter, als wäre nichts. Sie kann nicht mal die Treppen richtig laufen, okay. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Mir auch Vardos nicht. War unsere Heimat, Husk. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Zick. Wurde aber auch Zeit. Ein Messier. Erdbeleidigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Del
bitte tu das nicht. Tu das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Na, schöne Scheiße. Alles klar, Freunde. Auf der anderen Seite des Pilzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.